manchen Schiffdecks sind ja so Bordkanone. Da bin ich mal aus einer Tür in eine andere gegangen und da habe ich nur diesen Explosionseffekt gesehen und dachte, ey scheiße, jetzt muss ich mich echt beeilen. Ich hatte so gedacht, die machen das echt so ein bisschen so Super Metroid-Style, aber naja. A leaping onto an airship, lifting off, takes some guts. That kind of risk taking is great. I like your style. I like the way you move. We are coming up to the grand final. Oh, sonst spoilert alles. Ja, blöder Wichser. Ja. Ach, da sind sie. 7 Stück haben wir. Also schön. So, this is a computer. YouTube? What the hell is that? Let's blow it up. Ring, ring. Na, wegen dem dann. Ja, genau. Dann wollen wir uns mal auf die Suche machen. Ja, das war schon mal eine Ente. Das sah gut aus, ja. Damit man auch genau weiß, wo er ist, ne? Ach, shit. Oh. We thought we cornered Beruga. But he escaped at the last instant. Why? It doesn't matter. When we set these bombs, he's done. And when he escapes by parachute? We destroyed all escape pods and rocket beds except for our O's. Beruga should have no way out. And Shine. What if he has some kind of rocket boot? Shine, when you finish setting the bombs, come to the ship's rear. Rear. Wow! A time bomb! Yeah, this is a computer and it's nice. Ich glaube, da unten ging's schon zum Ship's Rear, zum Hinterdeck. Really nice. So. Achter. Ah, noch eine Kreuzung. What's up? Toll. Security system. Now what? So this is a computer. Wow! A computer! Bestimmt wieder ein neues. Ja, das hab ich wieder entdeckt. So, sind wir im Kreis dran? Nee, die Roboter waren vorhin noch nicht da. Doch, man hat seine Krallen vorhin gesehen. Security System Sense Charge. Tja, viele fehlen. Eine, ne? Ja. Yep. Okay, hier waren wir schon, oder? Ja. Ja. Oder kann man da runter gehen? Also ich glaube, da ging's zum Hinterdeck. Ah, okay, probieren wir einfach mal.
zum Oberdeck. Vielleicht gibt's hier was zu entdecken. So Spiel, Spaß und Schokolade. Okay. Nicht so wirklich. Doch, keine Schokolade. Ja, die machen sich fertig. Oh, yeah. Ooh, baby. Und jetzt der Shoryuken und er trifft nicht. Shoryuken. Ich habe immer das Video auf Munis Kanal, wo er das in Dauerschleife gespielt hat. Moment mal, ein bisschen nach oben, Alter. Jetzt haben wir so viel Power, dass wir die mit einem Schlag weghauen. Oder okay, jetzt. Wenn wir einen kritischen Treffer machen. So, jetzt müssen wir gleich irgendwo nach rechts. Weil von links sind wir, glaube ich, gekommen. Glaube ich. Bin jetzt nicht sicher. Ne, hier waren wir schon. Ah, hier geht's zum Ausgang, oder? Ah, ja. Ja. Hier ist der Ausgang. Gut zu wissen. Bist du sicher, dass wir rechts schon waren? Von da sind wir nämlich gekommen. Von da kommt man zum Anfang zurück. Ja. Ich glaube, du musst rechts hier. Ja, okay. Sieht halt genauso aus wie ein Stück weiter oben. Probieren wir's. Jo. Ja, genau, oder rechts hier dann auf das andere Deck, da müsste der Computer sein. Nicht sterben, ne? Nein. Nein. Hier. Nein, oder doch? Warum nicht? Nicht dübel. Nicht dübel? Genau. Dübel, 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 dübel. Wow, jetzt geht's ab. So halte ich fest im Schritt. Nein, das singen die nicht wirklich in dem Mario Brothers Lied, obwohl ich das damals immer verstanden habe. Ja, es hörte sich halt so an. Nicht, jetzt geht's ab. So halte ich fest am Sitz. A shine. A set a bomb here too. Ach, wirklich? Say shine. But this is all over. What do you plan to do first? That's the $1 million question. I don't know yet. All this constant fighting, just surviving day to day is enough. I see. Not much left to go now. Keep it together. For my sake. Ooh, baby. Und das ice-skated er davon. So hat das so ausgesehen. So. Dann wollen wir mal runter von dieser Schrottmühle. Jo. Nein, selbst wenn wir Level 33 erreichen, und das ist nicht das höchste Level, was ich jemals in diesem Spiel hatte. Geil, das habe ich nämlich noch auf meinem Super Nintendo, das ist Level 38. So, hier müssen wir runter, um zum Ausgang zu kommen. Das tun wir jetzt auch. Run! Shine, did you set all your bombs? Affirmative. Okay. Alright, I'm flipping the switch. Are you insane? We're still on a ship? What? Music fade out. And you're a woman. Why the hell do you know how to operate a switch? Ah, okay. These are microbombs. These are microbombs disguised as C4 plastic explosives. Okay. All we have to do now is escape. Yeah. And how? How? Ooh. Foolish. Too foolish.
I am a scientist. Dass du dieses Lachen von dir geben darfst. That was Beruga. It's from the rear deck. I am evil. For the likes of you, I must admit you have done remarkably well. But I wish you wouldn't forget. I am a scientist! And how do I escape, you ask? With science! You appear to believe my escape routes have been cut off! Jetzt kommt er nicht wirklich mit den Rocket Boots, oder? You are trapped by conventions! Anime conventions? Ja, game conventions. Take my shoes, for example! Oh nein, nee. Nein! They have jet nozzles on the soles to keep me airborne. Conventional thought can't make inventions or cause progress. It's only possible with science. Science! Before I bid you farewell forever, let me tell you something amusing for a change. Your stolen rocket belts? They're controlled by a computer. Oh no! Now that the airship's computers are dead, I think they won't work. So it was you who ends up cornered. Ich wäre schon längst hingelaufen und hätte mich an seine Beine gehängt. Ich hätte ihm längst die Schuhe ausgezogen. Ja. So schnell dass können die Fieder, gar nicht starten, bis ich da. Dass bin. Die Fieder nicht neidisch auf seine Schuhe ist. Die hat doch selber so schöne Schuhe. Ja. Lackstiefel wahrscheinlich. Doch sicher Converse, oder? Converse All-Star, ne? Sponsor! Very, very soon now. Me and my liege world will dawn. A world of eternal life is about to be born. Born to be alive. Born to be alive. What? My own invention is turning against me. No! That guy saved me. Fatality. Wieso ja, wurde ich nicht angezogen? Hätte ich das Spiel alleine gespielt, hätte ich an dieser Stelle den Fatality-Soundeffekt eingefügt. Du warst eh der Einzige, der jetzt geredet hat währenddessen. Du kannst ihn ruhig einfügen. Nö. Nö. Da finde ich meine eigene Stimme angenehmer. So Beruga gets killed by a machine he made. The greatest genius in history ends like that. Such is life. This ship. This ship will soon lose its balance and begin its descent. Shine. Looks like I brought you on a death trip. No. No, maybe not. Look, a gull. Mayday, hey, come to meet us. Look. No, it can't be that simple. This is not science. It is simple. Science. We're flying at an altitude of around 10,000 meters. Must be torture for them to fly at this height. Yeah, why not call Will and ask for an airplane? Yeah. Seeing too bad we don't have a radio. Maybe the other girls couldn't make it?
Why are you looking at me? Hey, Shine. You get on the go. There is no need to endanger all three of us. Royd is right. We will do what we can here. People have been known to survive airplane crashes. In what kind of history book? Your own fantasy? Why don't you ask the people on 9/11 if they survived the flight? Okay, der war schlecht. Der war böse. Humans are made resilient. Vielleicht meinen wir resisted? Wirklich? Jetzt versperren sie mir den Durchgang. Now hurry, go. The airship is starting to drop. Shine. We'll see you again. An der Stelle habe ich geweint, weil sie ein Kind war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin, glaube ich, einfach weggeflogen. Ich bleib hier. Goodbye. Goodbye, my arms lover. Der Kerl schon wieder. A scientist! Scientist! What? Fireballs! Kamehame! Ha! It's over 9000! The light of the apocalypse! The world's final day is upon us. Bam, ja. Bam, bam. Heute sind wir am 21.12.2012. Heute geht die Erde unter. Und wir leben. Okay, könntest du jetzt zurückfliegen und die anderen holen? ja. Seine Antwort genauso. Punkt. That light fell in the direction of South America. Maybe a missile, perhaps a meteor. Either way, it must be the end. It must be the end! Das Geräusch passt überhaupt nicht. Tio. Gehst du gerne im Kreis? Ja. Cool. So. Zwei Level, geht doch. Ja. Jetzt haben wir schon fast 17 Stunden lang gespielt. Heute. Wir haben die ganze Zeit durchgespielt, ohne Pause. Und ja. Ich denke. Ich hätte jetzt eigentlich voll Bock auf das Ende, aber Anni hat mal wieder alles verdorben. Ja, ich habe überhaupt keinen Bock, das Spiel jemals zu Ende zu spielen. Das heißt, wir sehen uns für heute das letzte Mal. Und, nee, Spaß. Also, das nächste Mal werden wir uns dann noch ein bisschen, bevor die Welt untergeht, noch ein bisschen was aufbauen. Die Städte noch vergrößern. Vielleicht hilft so was. Keine Ahnung. Und danach werden wir mal ein bisschen die Welt retten. Ja, und während du jetzt gehst, spiele ich weiter, nehme weiter auf und werde das Spiel durchspielen. Okay. Nein. Vielleicht fahre ich jetzt so einfach nur nach Südamerika rein, zufällig. Und, oh, wir spielen Portal. I can't jump down. Bla 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 bla. Ja. Not yet.
Oh, of course. Ach, Mensch, noch mal. So. Ja. Jetzt zum Fetischschild. To be continued. Aber nein. Da gibt's noch eine kleine Sache, die ich jetzt noch eben schnell machen möchte. Oh Gott. Doch nicht um die Uhrzeit. Nee, komm schon. Nee, komm es ist, bitte. Es ist fast 12 Uhr. Nee, bitte. Ich hasse dich. Ich hasse dich auf tiefstem Herzen. Ich hasse dich. Bitte, Leute, weg. Schaltet jetzt sofort ab. Bitte. Ihr werdet alle verflucht. Ich schwör's euch. Wir werden diese Nacht nicht überleben. Schalter, mit dir setzt mich. I'm glad to see you back. Dein armer Hals. Es ist nichts passiert. Was zum Teufel? Hä? If you never found out, you could have been happy. Die Stille gefällt mir überhaupt. Nein! Oh Gott! Willkommen in der Twilight Zone. Anis Albtraum. Ja, es ist jetzt genau eine Minute vor Mitternacht auf meiner Uhr. Oh, auf der Computeruhr sind es sogar 2 Minuten. Und ich werde heute gut schlafen. Wir werden gerade terrorisiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächste Mal, wenn wir das Spiel starten und den Rest unserer Quests machen, dass der liebe Stein das dann nochmal macht. Ja. Können wir eigentlich sterben? Ja, du hast keine Lebensanzeige drum, denke ich nicht. Wow. Oh mein Gott. Ich habe gerade den schlimmsten Soundbug, den es nur gibt, weil du bist da gegen die Wand gelaufen, dann hat es eben so pfuh gemacht und jetzt war so. Sind sie noch da? Oh, sie sind wieder normal. Cool. Ja, wir gehen mal runter in den Keller und im Keller beenden wir dann die Aufnahme, denn langsam kriege ich auch echt Gänsehaut. Ich habe so einen Scheiß noch nie gemacht. Unten in den Keller gelaufen oder so. Nee, wir werden es jetzt nicht durchspielen. Nicht unter diesen Bedingungen. Komisch, dass mir das heute gar nichts mehr ausmacht. Früher hatte ich echt Schiss dabei. Ich glaube, heute bin ich einfach nur abgehärtet. Ja, wenn Anni gerade einen Nervenzusammenbruch hat, werde ich versuchen, sie für die nächste Folge wieder zu beleben. Und ich sag dann schon mal... Hä? Grüß mich! Ich bekomme keine Lust. Tut mir nichts, was wir später nicht zurücknehmen können. Nein, ja, ich sag tschüss bis zum nächsten Mal. Das hatte ich jetzt probiert, dass ich das gesagt habe. Was wollte ich probieren zu sagen? Das hatte ich probiert, dass ich das jetzt gesagt habe. Ja. Ja. Okay. Mit diesem sehr netten Ton verabschieden wir uns für diese Aufnahme und wir sagen tschüss bis zum nächsten Mal, keep gaming und Anja das letzte Wort. Und ja, ich habe Angst. Ist die Aufnahme